Wir melden uns nochmal zu Wort, wie schon angekündigt, um nochmal unser Fazit zur Radtour an der Ostseeküste abzugeben, die wir ja jetzt hier in einigen Videoteilen festgehalten haben. Wir sitzen jetzt hier gerade im schönen Schöneck im Vogtland und genießen den Sonnenuntergang. Die Videos dazu, was wir hier gemacht haben, werden dann auch noch folgen. Wahrscheinlich mit einigem Zeitverzug, wenn ich dazu gekommen bin, das zu schneiden. Aber jetzt soll es nochmal um die Radtour gehen. Genau. Möchtest du anfangen? Fang du an. Ich gebe meinen Senf dazu. Okay, also wir haben uns so ein paar Notizen gemacht. Erstmal zur Routenführung, also so wie der Radweg an der Ostsee langgelegt war. Da muss ich sagen, hatte ich nicht zu hohe Erwartungen, weil ich gehört hatte, ja, so oft sieht man die Ostsee gar nicht, man fährt viel Straßen und so weiter. Das stimmt auch, man sieht die Ostsee nicht immer und man fährt auch auf Straßen, aber insgesamt war das besser, als ich es erwartet hatte. Also besser als die Elbe-Radtour, wo man die Elbe faktisch gar nicht sieht. Genau, also man hatte jeden Tag mindestens ein, zwei, dreimal Abschnitte, wo man richtig schön direkt am Meer gefahren ist. Und auch viele schöne Aussichten auf die Ostsee, genau. Also auch viele schöne Wege, das war jetzt eigentlich da. Genau, und gerade so auf Fehmarn zum Beispiel, da fährt man ja komplett, da hast du ja immer das Meer. Also da hast du ja wirklich, keine Ahnung, wie lang die Runde war, 40 Kilometer nur am Meer. Und das war ja auch sogar noch durch ein Naturschutzgebiet. Also. Genau, also die Routenführung fand ich, ich meine, das ist ja auch klar, da sind mal Militärgebiete immer mal wieder dort um Kiel rum. Ja, das wäre nervig. Dann Steilküste, da kannst du halt nicht Radfahren. Also fand ich ziemlich gut insgesamt. Den nächsten Punkt darfst du. Ja, das, was uns auch Sorgen gemacht hat, wir hatten uns da auch mal mit einem Pärchen unterhalten vor 2 Jahren, als wir auf dem Weg zur Ostsee waren, die gerade die Ostseeküste gefahren sind, dass wohl die Wegqualität relativ schlecht sein soll, dass man meistens auf Sand fährt. Kann ich so jetzt nicht direkt unterschreiben. Also es war schon größtenteils schöne Wege. Also sobald man auch in so ein Strandbad gekommen ist, hatte man eigentlich gut geteerte Wege. Es war häufiger Kiesweg, ja, es gab auch immer wieder mal einen Sandweg. Am meisten hat mich ja, den du wunderschön fandst, den ich echt blöd fand, dieser Sandweg vor Travemünde da extrem genervt. Wo es halt vor allen Dingen ständig hoch und runter geht und nicht wenig steil. Das Brotener Ufer oder wie es heißt, und, Sabine. Und das war extrem sandig und da durften auch Fußgänger laufen. Das hat halt einfach dazu geführt, dass man bergab gefahren ist, nicht bremsen konnte, weil mir persönlich dann immer das Hinterrad wegrutscht. Und man aber bremsen musste, weil da halt ständig Leute einen im Weg waren. Also das finde ich, das könnte man noch irgendwie verbessern. Das fand ich nicht so schön. Ja, das stimmt. Also es gibt Abschnitte, wo die sehr gut besucht sind, gerade um die großen Städte drum und wo halt dann auch Rad- und Fußweg gemeinsam ist und wo dann die Radfahrer genervt sind, weil die Fußgänger sind und die Fußgänger sind genervt, weil ständig Radfahrer kommen. Oft gibt es aber auch, dass es so direkt dann so einen Weg gibt, der dann geteilt ist. Zum Beispiel war das auch vor Travemünde war das, ne? So Timmendorfer Strand und so, da wo diese vielen Seebäder aneinander waren. Da hat man eine Strandpromenade, ja, die hat quasi zwei Spuren. In der Mitte wächst eine Hecke. Auf der einen Seite laufen die Leute, auf der anderen fahren die Radfahrer. Beide haben die schöne Sicht, aber kommen sich nicht in die Quere. Ja, genau. Also wie gesagt, vom Prinzip waren schon gute Wege. Ja, gerade am Anfang von Flensburg habe ich im Kopf, da war es ja auch so ein bisschen regnerisch, dass es dann eher schlechter befahrbar war, tatsächlich aber wegen viel Sand. Es war genug befestigt. Aber, also stecken geblieben ist man nicht. Nee, stecken geblieben nicht, aber es war zum Teil so, einmal habe ich mich ja auch wirklich geweigert, da irgendwie eine Strecke lang zu fahren, wo wir dann über eine Straße einen kleinen Umweg gefahren sind, weil das ziemlich hoch und ziemlich matschig gewesen wäre. Aber insgesamt Wegequalität, alles dabei, Kopfsteinpflaster, auch mal Sand, auch mal Erde, aber insgesamt gut fahrbar mit einem robusten Tourenrad. Das auf jeden Fall. Wir waren zufrieden. Ja. Nächster Punkt ist die Beschilderung, über die wir kurz reden wollten. Die war gut, eigentlich. Also gerade in Schleswig-Holstein eigentlich exzellent. Auch immer einheitlich, genau. Also das waren immer die gleichen Schilder, immer die gleichen Symbole. In Mecklenburg-Vorpommern dann war die Beschilderung auch gut. Man hat in der Regel gewusst, wo es lang geht. Allerdings war es nicht so einheitlich. Also dann hatte irgendwie mal die eine Stadt oder eine Region hatte dann die Schilder, die sahen irgendwie anders aus. Da stand dann Ostseeküstenradweg ausgeschrieben drauf und nicht mehr das Logo oder so. Dann waren es irgendwie mal Holzschilder oder so. Aber an sich gut. Also man findet es wahrscheinlich auch fast ohne Kartenmaterial. Wir hatten Karte und GPS dabei und sind damit absolut auf der sicheren Seite gewesen. Also haben uns kein einziges Mal verfahren, glaube ich. Ja. Ja, ja,
von Einkehrmöglichkeiten und Einkauf war das eigentlich ziemlich gut. Also wir hatten eigentlich gar keine Probleme, Einkaufmöglichkeiten zu finden. Also gerade die Strandbäder hatten ja auch zum Teil sonntags mal Geschäfte, die offen waren. Wobei wir es nicht genutzt haben eigentlich, weil wir immer Samstag halt schon... Wir hatten ja auch nur einen Sonntag auf der Tour quasi. Ja. Genau. Und zwei. Also angefahren sind? Ja gut, okay. Wir sind am Sonntag angereist, aber sonst war nur ein Sonntag zwischendurch. Ja, genau. Einkehrmöglichkeiten gab es auch genügend. Also jetzt zumindest Campingplätze technisch. Wobei das im Osten, also jetzt meckern wir mal auf hohem Niveau, ne? Im Osten fing das an abzunehmen. Das war dann halt so, dass da manchmal halt nur, also das wir waren ja immer so angestrebt, so um die 60 Kilometer zu fahren, und wenn es dann halt bei 70 wurde wegen Campingplatz, war das okay, aber dann war es dann halt schon mal eher so, naja, entweder fahrt ihr 40 oder 80. Und es ist wie gesagt Bäckern auf hohem Niveau, das gab schon schlimmer, also, da waren die Campingplätze schon mal weiter auseinander, aber das war dann schon so ein bisschen, wo die Planung schwieriger wurde für uns. Also generell sehr komfortabel die Ausstattung mit Zeltplätzen, ich glaube 30 Kilometer war wirklich so das Maximum, dass mal die Zeltplätze entfernt waren, ansonsten, es ist halt die Ostseeküste in Deutschland, da gibt es halt Zeltplätze ohne Ende. Genau, zu den Zeltplätzen ansonsten noch, der günstigste waren 12 Euro, glaube ich, in Olpenitz. Der war auch recht einfach, aber trotzdem schön gelegen. Der teuerste war der in Kühlungsborn, der hat knapp 32 Euro gekostet. Also relativ breites Spektrum, meistens aber unter 20 Euro. Also relativ günstig eigentlich. Ja, genau. Und die waren auch... Für die Ostsee vor allem. Und zum Teil richtig gut ausgestattet. Wollte gerade sagen, also von der Ausstattung waren alle völlig in Ordnung. Wir hatten keinen, wo irgendwas überhaupt nicht hingehauen hat. Oder? Ja, nee, eigentlich... Mal war es eben mal war es moderner. Ja, wir hatten einen, der war halt relativ neu mal, und da war hat noch so einiges, war halt auch so ein bisschen... Und einer war sehr neu, der war auch im Aufbau, aber der war von der Ausstattung eigentlich schon ziemlich gut. Der in Wismar. Da gab es jetzt keinen Spülraum oder so. Fand ich, hatten wir zwischendurch mal einen schlechteren von den Sanitäranlagen, aber das ist, der war ja auch relativ ist neu. Ist ja Geschmackssache. Ja, ist also ja. Insgesamt war das total schön, und wir hatten auch, ich wollte sagen, die Hälfte der Plätze war auch ausgesprochen schön. Die waren nicht nur in Ordnung, sondern die Hälfte war richtig toll. Also wir haben halt teilweise da gerade, wo war es, das Plankeck oder was da, bei diesem ganz kleinen, wo die, an der Steilküste, wo wir den Sonnenuntergang gesehen haben. Der war super schön. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir die ersten paar Tage gefahren sind und gleich die ersten drei Tage fast jeden Tag gesagt haben, oh, den Campingplatz merken wir uns und den Campingplatz merken, weil die so schön auch waren. Auch Kralmürels, wo wir dann noch länger waren, da haben wir ja auch direkt fast am Wasser gezeltet. Man durfte da sogar Feuer am Wasser machen. Spickzettel-Feedback. Ja, Campingplätze, also schön, gut. Genau, zur Ausrüstung. Du wolltest auf jeden Fall was zu deinem Sattel sagen. Ja, also ich weiß nicht, wie weit man das im Video gesehen hat. Ich hatte es ja auch schon letztes Jahr im Video mehr oder weniger angekündigt, dass ich mir einen Ledersattel hole, weil ich persönlich extreme Probleme mit dem Hintern halt immer drauf habe. Und da habe ich schon wirklich inzwischen alles versucht mit Radlerhose und einer Creme und so, die puffern sollen. Das hat halt alles nicht geholfen. Und ich muss sagen, dass dieser Ledersattel wirklich, wirklich Wunder vollbracht hat. Also ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, als ich ihn tatsächlich gekauft habe. Weil ich habe mich draufgesetzt beim ersten Mal und dachte, oh Gott, ist der hart, das kann doch niemals weich werden, wie soll das gehen? Aber naja, man soll es ja auch mit Fett einschmieren und dann die Schraube immer wieder, und das ist ja, bedeutet halt ein bisschen Pflege. Ich habe versucht, mich gut drum zu kümmern, seitdem ich den habe. Und genau, wie gesagt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich habe diesmal keine Radlerhose benutzt und keine Gesäßcreme, und es hat faktisch nicht wehgetan. Also wo ich normalerweise nach einem Tag, nach 80 Kilometern, dann definitiv am zweiten Tag schon anfing, Probleme zu haben, und wo ich dann kaum 10 Kilometer am Stück fahren konnte, war es hier so, dass eine Woche das auf jeden Fall ohne Probleme ging, und bei der zweiten Woche ab und zu mal an einem Tag, da war ein bisschen was war, aber dann hat es auch wirklich ausgereicht, mal 2 Minuten vom Rad abzusteigen. Mal kurz halt den Hintern zu erholen, und dann konnte ich wieder halt 30, 40 Kilometer fahren ohne Probleme. Also das, ich muss wirklich sagen, dieser Ledersattel hat sich tatsächlich gelohnt. Das war die Investition wert. Genau. Ansonsten Fahrradtaschen und Fahrräder selbst, das ist ja alles erprobtes Material bei uns. Ja. Wir haben ja diesen wahnsinnigen Gewitterschauer miterlebt. Selbst da standen die Räder ja die ganze Zeit draußen im Hagel und Regen voll von der Seite und sowas, aber da ist nichts nass geworden. Die Schlafsäcke waren trocken in den Packsäcken.
ja, was ich ändern will, ich will, glaube ich, mal die Packsäcke durch so einen Rackpack von Ortlieb ersetzen, weil die mir auf jeder Tour ein, zwei Mal runterfallen mit diesem Spanngurt. Das nervt immer so ein bisschen. Aber gut, das ist eher so eine Komfortfrage. Ja, und auch unser Zelt hat wieder absolut dicht gehalten und hat auch zwei Gewitterschauer, zwei kräftige Gewitter ausgehalten, ohne dass wir drinnen nass geworden wären oder dass es sturminstabil wäre. Ja. Das Einzige, was da war, aber das war auch ein, da waren wir, das war an dem Tag, wo dieses Gewitter uns auch so erwischt hat, da hatten wir das Zelt dann irgendwie so mehr schnell als recht und so aufgebaut, auch weil es war, also wir wussten zwar, dass noch ein Gewitter kommt, war trotzdem alles ein bisschen Hekte und und durch einen Abhang oder so, auf jeden Fall hat die Außenwand des Zelts, also das Innenzelt berührt und es ist innen nicht per se nass geworden, was halt aber ärgerlich war, das habe ich auch erst am nächsten Morgen festgestellt, da lag halt nur mal meine frische Kleidung, die ich mir rauslege für den nächsten Tag und die habe ich dann halt am nächsten Morgen angefasst und meine Socken waren schon durchweicht, obwohl die frisch waren. Ja gut, ich glaube, das bleibt ja so ein Stück weit nicht aus, weil, ja, weil wenn die dem Wind zugewandte, ja, Seite, da drückt es halt das Innenzelt. Das hat halt richtig immer ein bisschen. Und da haben, ja, wir nicht dran gedacht. Ich habe auch nicht dran gedacht. Und dann waren, ich glaube aber, das ist ein Problem von fast jedem Zelt. Und das war's. Ja, ich wollte es nur sagen, dass das halt da auch kein fehlerfreier Mechanismus ist. Das ist nun mal halt so, war halt, wie gesagt, unschön, am nächsten früh aufzuwachen, nasse Socken zu haben. Ja, insgesamt also eine tolle Tour, die wir hatten, würde ich sagen. Ja, wir werden nächstes Jahr wiederkommen und in Kralmüritz fortsetzen, was wir angefangen haben. Wir wollen die deutsche Ostseeküste dann auf jeden Fall noch komplett fahren. Auch die Rügenrundfahrt haben wir mitgeplant. Ne? Ja. Genau. Und ansonsten können wir das auch durchaus empfehlen, es, ja, uns nachzutun. Genau. Wie gesagt, wir genießen jetzt hier noch den Sonnenuntergang und bedanken uns bei allen, die uns auf der Tour mal wieder begleitet haben. Vielen Dank fürs Warten. Genau. Ja, es ist, ich habe diesen Sommer echt viel Videomaterial angehäuft. Weiß nicht, soll ich das kurz erklären? Also, ich, ja, habe jetzt einfach quasi zwischen Studium und Beruf mir ein bisschen Zeit zum Reisen genommen. Und die vielen Videos der letzten Monate sind das Ergebnis davon. Und das dauert jetzt aber einfach, bis ich das alles abgearbeitet habe. Mal schauen, wenn das hier wirklich hochgeladen ist. Wir haben heute September, den 20. Also fast Ende September und wir sind Ende, ja, August gefahren. Wir sind vor einem Monat gefahren und ich denke, ich werde es vielleicht in einem Monat schneiden. Aber wir werden mal gucken. Gut, dann also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und danke für die lieben Kommentare. Auch jetzt, ich bin gerade dabei, München-Venedig hochzuladen, das ist so der Stand. Und da kommen jetzt schon ganz viele liebe Kommentare. Es ist eine Freude, das immer zu lesen. Auch für dich, obwohl du da nicht mitgefahren bist, oder? Ja, ich lese es trotzdem gern. Na. Ich krieg's ja auch als erstes. Genau. Die Benachrichtigung. Stimmt. Gut, also dann wird's aber wirklich. Tschüss.